Uns steht eine frostige Nacht bevor. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am Samstag. Nach dieser wirklich kalten Nacht steht ein freundlicher Tag an mit reichlich Sonnenschein. Den Sonnenschein verdanken wir dem Hochdruckeinfluss, der sich bei uns breit macht und auch versucht, sich in den kommenden Tagen weiterhin durchzusetzen. Heute, da waren bereits stellenweise einige Sonnenstunden mit dabei. Besonders gute Chancen hatte die Sonne in Wiesbaden und in Rostock. Stellenweise hatte sie aber auch eher schlechte Karten. Dazu gab es auch noch Schneeflocken im Erzgebirge und in den Alpen. Am Abend und auch in der Nacht, da gibt es dann weiterhin noch Schneeflocken in den Alpen. Im Laufe der Nacht wird es dann aber erstmal vorbei sein mit dem Schnee. Dazu können wir häufig die Sterne sehen, nur selten sind ein paar Wolken unterwegs. Im Osten, da können sich allerdings Nebelschwaden vor die Sterne schieben. Die Temperaturen bleiben frostfrei, stellenweise am Niederrhein, teilweise auch an den Küsten und auf den Inseln. Auch im Rhein-Main-Gebiet gibt es teils Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Ansonsten wird es wirklich frostig kalt mit Werten zwischen minus 1 und minus 10 Grad im Alpenvorland, in den Alpen selbst. Da wird es noch mal ein gutes Stück kälter. Morgen am Sonntag, da strahlt dann die Sonne vom Himmel. Stellenweise im Osten, Südosten, da sind ein paar Wolken unterwegs, im Osten teilweise auch noch Hochnebel, gegen den sich die Sonne zunächst durchsetzen muss. Insgesamt wird es aber äußerst freundlich und das bei bis zu 11 Grad. In den Mittelgebirgen und in den Alpen bleibt es wesentlich kühler mit Temperaturen um 3 Grad. In der darauffolgenden Nacht wird es erneut frostig mit Temperaturen zwischen 3 und minus 9 Grad. Dazu auch hier reichlich Sternenlicht. Am Montag, da kann sich auch weiterhin die Sonne behaupten bei Temperaturen zwischen 3 und 12 Grad. Am Dienstag, da ziehen dann von Nordwesten Wolken herein im Laufe des Tages. Somit ist es am Vormittag häufig noch sehr freundlich und auch sonnig. Besonders lange kann sich die Sonne dann auch im Süden des Landes durchsetzen. Regentropfen sind nur selten mit dabei bei Temperaturen zwischen 4 und 11 Grad. Am Mittwoch machen die Werte ebenfalls bei 11 Grad Halt. Da sind dann vor allen Dingen am Vormittag einige Wolken unterwegs. Im Laufe des Tages wird es dann aber auflockern. Freundlicher als im Rest des Landes wird es besonders im Norden. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne den Daumen nach oben. Klickt auch auf Abonnieren, damit ihr richtig gut informiert seid rund um das Thema Wetter. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei wetter.net.